Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Recht. Unser Thema heute: Beteiligungen an Unternehmen. Braucht ein junges Unternehmen überhaupt einen Investor? Was muss man beachten? Vor allen Dingen auch vertraglich. Und auf der anderen Seite Investoren, was müssen die beachten, wenn die in ein junges Unternehmen investieren wollen? Und darüber spreche ich mit dem Buchautor und Wirtschaftsanwalt Carsten Lexer. Herzlich willkommen hier in Berlin. Hallo, freut mich sehr, da zu sein. Ich glaube, ein wichtiges Thema für viele Unternehmen, aber so ganz viele Fragen hat man sich wahrscheinlich gar nicht überlegt. Man denkt, ich brauche das Geld, ist es denn sinnvoll, aber man gibt Beteiligungen ab. Was sind so vielleicht die ersten Dinge, an die man denken muss? Also ich glaube, ganz wichtig ist immer, es sind Menschen beteiligt. Das muss man berücksichtigen. Es dauert oftmals länger, als man das im Vorfeld geplant hat. Und dann natürlich rechtliche und steuerliche Besonderheiten, die man oftmals in der Folge gar nicht abschätzen kann. Das sind so ein paar der Schwerpunkte, die da eine Rolle spielen. Wir sprechen auch gleich weiter, gehen mal in die Details. Zuerst aber schauen wir auf unseren Gast. Es ist Matthias Bauer und er gibt uns einen Einblick in seine Welt. Und zugeschaltet aus Würzburg ist mir jetzt Matthias Bauer. Er ist der Geschäftsführer von Vogel Ventures. Herr Bauer, schön, Sie zu sehen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Was ist denn so Ihre Erfahrung mit Beteiligungen an Unternehmen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir haben sehr positive Erfahrungen bei Vogel Ventures. Insbesondere seit Gründung 2012 sind wir sehr opportunistisch gestartet, haben uns an diversen Unternehmen weltweit beteiligt, haben jetzt über die letzten Jahre das Portfolio immer weiter Richtung strategisches Portfolio umgebaut, haben einige Exits positiv schon realisieren können, natürlich auch ein paar Abschreibungen gehabt, das gehört natürlich dazu. Und so können wir in Summe sagen, dass es für uns eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte ist und dementsprechend gucken wir da auch erfolgreich und erwartungsfroh in die Zukunft. Für uns ist natürlich immer wichtig, dass wir bei Vogel Ventures ja ein Unternehmen der Vogel Communications Group ist, dass es eben immer zwischen den Startups und Vogel Ventures und der Vogel Communications Group in diesem Trio gut funktioniert und das ist für uns im Fokus. Viele Unternehmer sind ja der Ansicht, dass ein Investor sozusagen dann der Ritterschlag für ihr Unternehmen oder ihre Geschäftsidee ist. Ist das wirklich zutreffend? Wann macht so die Aufnahme eines Investors Sinn? Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr breite Frage. Also grundsätzlich finde ich persönlich ist immer sehr, sehr gut, wenn Gründer erstmal versuchen zu bootstrappen, zu gucken, dass sie mit eigenem Kapital möglichst weit kommen, auch mal einen MVP schon mal versuchen, am Markt zu platzieren, um dann letztendlich erst Investoren an Bord zu holen, wenn die Produktvision schon relativ klar ist, weil natürlich hört sich's erstmal toll an, Investoren an Bord zu haben, aber Investoren wollen natürlich auch immer was, ja, die wollen am Ende auch damit Geld verdienen und dementsprechend ist es natürlich toll, wenn man Investoren hat, die auch Netzwerke mitbringen, die Erfahrung mitbringen, aber man muss Anteile dafür abgeben und wir sind immer große Freunde davon, wenn die Gründer eben nicht schon nach Idee sozusagen versuchen, Kapital zu raisen, sondern eben zumindest, wie schon erwähnt, erstmal mit einem Produktdemo am Markt aktiv sind und dann Kapital aufnehmen, weil dann ist wesentlich klarer, wohin die Reise auch gehen soll. Welche Kriterien spielen denn für Sie da eine Rolle, wenn Sie eine Beteiligung eingehen wollen? Was wird von den Gründern da auch erwartet? Also zum einen ist für uns natürlich das Entscheidende, versteht ein Gründer das Thema, wo er investieren will, versteht er vor allem die Kundenbedürfnisse und löst er wirklich ein Problem des Kunden? Das ist für uns ganz entscheidend. Was dann natürlich dazu kommt, ist, dass wir in der Regel Startups suchen und Gründer suchen, die in unseren Branchen gründen wollen. Und dann können wir auch das ganze Thema Produktideen nochmal verproben mit unseren Kunden und können eben da Gespräche führen. Ist das wirklich ein Problem? Wie groß ist das Problem? Wie ist die Zahlungsbereitschaft? Also, dass wir wirklich ein konkretes Produkt dann auch verifizieren können und damit auch schon einen Kundenfit mal abchecken. Und dann natürlich beim Gründer ganz, ganz wichtig, dass er auch wirklich selber motiviert ist, das Produkt dauerhaft zu entwickeln und nicht schon im ersten Gespräch über Exits spricht, weil da haben wir ja auch alle gelernt, dass das zwar in Ausnahmefällen mal recht schnell gehen kann, aber in der Regel
die Dauer dann bis zum Exit doch meistens irgendwie 3 bis 5 bis teilweise 7 Jahre betragen und dementsprechend da ja auch eine Leidenskurve mit verbunden ist. Und da müssen wir schon das Gefühl haben, dass der Gründer auch die Höhen und Tiefen vom letztendlich Business Case bis hin zum fertigen Produkt auch mit durchleben möchte, weil wir die als Investor und strategischer Partner ja auch mit durchleben und da wollen wir einen starken Gründer und einen starken Partner an der Seite, wo wir uns gegenseitig auch aufeinander verlassen können. Das ist uns ganz wichtig. Welchen Rat oder welche Tipps haben Sie vielleicht für Unternehmer, die sich gerne mit einem Investor zusammentun wollen? Ja, also ich glaube, das Wesentliche ist es wirklich, dass wenn man mit einem Investor spricht, man ganz klar seine Produktvision aufzeigen kann, ganz klar zeigen kann, welchen Problempunkt man löst. Im besten Fall schon konkrete Kundengespräche auch mal geführt hat, das verifizieren kann und eben nicht nur mit so Metazahlen kommt, Marktgröße so und so viele Milliarden, wenn wir davon 2% erreichen, dann machen wir so und so viel Umsatz. Das sind letztendlich sehr, sehr nebulöse Zahlen, wo man als Investor oder wir als Investor dann meistens nicht so ganz so wohl fühlen, sondern uns geht es dann schon darum, Nägel mit Köpfen zu machen, wirklich rauszuspüren. Versteht der Gründer, wovon er da spricht und versteht er auch die Problematiken, die auf ihn zukommen. Und wenn jemand im ersten Gespräch nur von Chancen spricht, hört sich das im ersten Moment immer toll an. Aber noch wichtiger und noch schöner ist es für uns, wenn jemand eben auch sagt, okay, das sind die Risiken, die ich sehe, das sind die Dinge, die auf keinen Fall eintreten können, das sind mögliche Gründe des Scheiterns. Weil wenn man sich dessen bewusst ist, wo auch die Schwächen liegen und wo auch die Risiken liegen, dann kann man die eben auch gemeinsam von Anfang an managen und versuchen zu umschiffen und dementsprechend ist für uns ein realistischer Blick auch auf die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr, sehr wichtig. Sagt Matthias Bauer, der CEO, Geschäftsführer von Vogel Ventures. Vielen Dank nach Würzburg. Vielen Dank. Ja, kommen wir mal zur rechtlichen Einordnung. Viele Gründerinnen, Unternehmer, junge Unternehmer suchen ja Investoren. Ist das für jeden auch sinnvoll, da so aktiv vorzugehen? Tatsächlich ist das eine sehr, sehr spannende Frage. Braucht man unbedingt einen Investor? Und ganz, ganz viele Gründerinnen und Gründer, die denken natürlich, ja, das ist das Beste, was einem passieren kann. Hauptsache, wir haben so jemanden an Bord. Tatsächlich, glaube ich, ist das nicht immer sinnvoll, denn man darf nicht vergessen, ein Investor hat ja auch seine eigenen Pläne. Also der beabsichtigt ja etwas, wenn er Geld in ein Unternehmen reinsteckt. Ganz platt gesprochen, er möchte irgendwann mal mit einer Rendite rausgehen, aber vielleicht hat er noch ein paar andere Dinge im Hinterkopf, dass er vielleicht schon sich denkt, Mensch, ich habe da noch eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen, vielleicht können wir die mal irgendwann zusammenführen und so weiter. Das heißt also, der Investor hat oftmals eine Agenda. Und die Startups und die Gründer und Gründerinnen haben eine Agenda und das muss passen. Und wenn man da nicht von Anfang an darauf achtet, dass die Motivation und auch das, was man wirklich mit dieser Beteiligung machen möchte, dass das zusammenpasst und wenn man insbesondere auf Seiten der Gründerinnen und Gründer nicht im Hinterkopf hat, dass der Investor irgendwann auch mal wieder rausgehen möchte, dann wird es schwierig. Was ich oftmals erlebe, ist, dass man so ein Gefühl hat, die Gründerinnen und Gründer, die denken dann so, ja, der Investor, das ist so unser Freund, so der Berater in allen Lebenslagen. Ja, und dann wird das so vermixt mit einem Mentor und einem Berater und den ruft man dann an, wenn man eine Rechtsfrage hat, eine Steuerfrage und so weiter. Tatsächlich hat der Investor normalerweise eine ganz klare Aufgabe. Er soll Geld zur Verfügung stellen, er stellt vielleicht noch ein Netzwerk zur Verfügung, Kontakte, vielleicht sogar Vertriebsmöglichkeiten, was auch immer. Aber das war's dann auch. Am Ende möchte er eine Rendite haben. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben und da sollte man schauen, dass das dann immer zusammenpasst. Wie läuft denn so eine Beteiligung normalerweise ab? Worauf muss man sich vielleicht als junges Unternehmen, als Inhaber vorbereiten? Tatsächlich, glaube ich, sollte man sich auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit nehmen. Was ich immer erlebe, insbesondere auf Seiten der Gründer und Gründerinnen, dass die denken, naja, der Investor kommt, dann braucht der, was weiß ich, 2, 3 Wochen und dann gibt er das Geld und dann war's das. Tatsächlich, insbesondere wenn es
Investoren sind, die richtig Erfahrung haben mit dem, was sie machen, dann läuft das normalerweise anders ab. Dann gibt es erstmal eine Vorbesprechung. Dann wird oftmals wie so eine Art LOI oder so ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Das ist wie so eine Basis, was man schon mal so eruiert hat. Da sind aber oftmals die Zahlen noch gar nicht geprüft. Man erlebt das tatsächlich so ein bisschen bei Höhle der Löwen. Dort wird ja auch dann eine große Show gemacht und die Gründer und Gründerinnen präsentieren sich und dann sagen die dort sitzenden Löwen, ja, wir investieren. Und im Nachgang hört man dann plötzlich, naja, es hat dann doch nicht geklappt. Und warum hat es dann nicht geklappt? Weil dann in der zweiten Phase das Unternehmen geprüft wird, die Zahlen geprüft werden, die Beteiligungsverhältnisse, vielleicht irgendwelche Probleme bei bestehenden Vertriebslizenz-, Patentverträgen. Wenn das dann aber passt, dann wird irgendwann der Vertrag geschlossen, das sogenannte Closing, und dann fließt irgendwann Geld, beziehungsweise dann werden die Beteiligungen noch vielleicht ausgetauscht, wenn der Investor mit einem bestimmten Prozentsatz am Unternehmen beteiligt wird. Und wie man jetzt schon merkt, das alles, das geht normalerweise nicht in 2, 3 Wochen, sondern da können wirklich Monate ins Land gehen. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sollten auf jeden Fall Gründerinnen und Gründer, aber auch Investoren berücksichtigen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung damit haben. Wenn man jetzt so weit ist und sagt, okay, wir schließen einen Vertrag, wir besiegeln unsere Zusammenarbeit, was muss man da beachten? Denn ich glaube, so ein Vertrag ist ja wahrscheinlich auch kompliziert. Nicht nur das. Oftmals gibt es nicht nur einen. Oder es gibt einen Beteiligungsvertrag, in dem dann wiederum Änderungen in anderen Verträgen sind. Was könnte das beispielsweise sein? Nun, vielleicht steht in dem Beteiligungsvertrag drin, dass der Investor bestimmte Rechte bekommt an dem Unternehmen. Das muss dann vielleicht in die Satzung reingeschrieben werden. Das heißt also, es gibt dann den Beteiligungsvertrag auf der einen Seite, der wiederum führt dann aber zu einem Notartermin, bei dem dann der Gesellschaftsvertrag geändert wird. Und was sollte jetzt dann in so einem Vertrag stehen, beziehungsweise worauf sollte man achten? Na, zum Beispiel auf die Exit-Möglichkeiten. Das heißt also, wie kommt denn der Investor jetzt wieder raus? Dann natürlich, was passiert mit der Beteiligung? Wenn der Investor rausgeht, dann ist es noch relativ einfach. Er geht halt, aber wer kriegt denn jetzt seine Anteile? Für welchen Preis werden die verkauft? Und dann auch eine Frage, die immer wieder eine Rolle spielt. Der Investor beispielsweise will seine Anteile jetzt jemand anderem verkaufen. Jetzt muss man sich nur mal überlegen, der hält vielleicht 25%. Der Käufer, der will ja jetzt nicht nur die 25% haben. Der möchte natürlich am liebsten dann alles haben, weil sonst kauft er die 25% und kann damit nichts machen. Also die Frage ist, werden zum Beispiel die Gründerinnen und Gründer dann gezwungen, ihre Anteile ebenfalls zu verkaufen? Dazu gibt es die entsprechenden Regelungen. Und dann noch eine Sache, und die, glaube ich, ist extrem wichtig. Der Investor will, dass die Gründerinnen und Gründer an Bord bleiben. Das heißt also, er wird sich irgendwas überlegen, wie bindet er die Gründerinnen und Gründer. Und das macht man dann meistens mit sogenannten Vesting-Klauseln. Und die können dann relativ kompliziert werden, bedeuten aber letztendlich, dass über einen bestimmten Zeitraum sich sozusagen die Gründerinnen und Gründer ihre Anteile erdienen, damit sie dann nach einer gewissen Zeit erst auf die kompletten Anteile zugreifen können und der Investor so eine Sicherheit bekommt, dass die auch wirklich am Ball bleiben. Junge Inhaber haben wahrscheinlich noch nie vorher so einen Vertrag geschlossen, haben vielleicht auch noch nie mit Investoren verhandelt. Was sollte man denn beachten? Welche Fehler sollte man vielleicht nicht machen in der Verhandlung vorher und dann beim Vertragsabschluss? Also ich glaube, beim Verhandeln noch einmal ganz klar, man sollte Zeit haben. Ganz, ganz häufig haben Gründerinnen und Gründer keine Zeit. Das ist ein ganz grober Fehler. Die haben dann Hektik oder vielleicht auch Geldnot. So nach dem Motto, wir müssen jetzt den Investor reinholen, weil sonst geht uns das Geschäft den Bach runter. Das ist schon mal immer ein schlechter Ansatz. Und dann, wenn der Vertrag geschlossen wird, was ich immer wieder erlebe, ist, dass insbesondere Gründerinnen und Gründer, aber auch Investoren oftmals die Folgen von gewissen Klauseln nicht kennen. Dass die vielleicht irgendwo mal was gelesen haben, was so eine Klausel bedeutet, aber sich das gar nicht so richtig vorstellen können. Insbesondere, wenn dann vielleicht der Investor hergeht und einfach nur aus seinem Interesse heraus, und vielleicht ist es ein gutes, ein positives Interesse, dass er halt bestimmte Positionen von sich schützen will und die Gründerinnen und Gründer einfach nur denken, um Gottes Willen, was will der denn? Der will unser Geschäft übernehmen. Daran haben die Investoren meistens gar kein Interesse. Die brauchen die Gründerinnen und Gründer, denn die verstehen das Geschäft. Für den Investor ist das eine Beteiligung. Genau so. Der will die da normalerweise nicht rausdrängen. Warum auch? Der will, dass die an Bord bleiben. Aber wenn das dann zu Missverständnissen führt, dann wird es problematisch. Und da glaube ich, da sollte man sich dann schon jemanden holen, der vielleicht dann auch diese einzelnen Klauseln mal erläutert. Und du hast es ja schon gesagt, irgendwie ein bisschen Zeit vergangen ist und der Investor sich vielleicht überlegt, ich möchte jetzt aussteigen, ich möchte Rendite mitnehmen und diesen Exit anstrebt. Wie muss man das denn wieder behandeln?
Also auf jeden Fall sollte man mal darauf achten, wie steigt der Investor aus? Ganz, ganz fatal wäre natürlich, wenn beispielsweise die Bewertung des Unternehmens nirgendwo festgeschrieben ist. Kann man sich ja sehr leicht vorstellen. Jetzt hat er 25%, bleiben wir einfach mal bei diesem Beispiel, und das Unternehmen ist gewaltig gewachsen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Regelung wäre, dass er jetzt seine Anteile beispielsweise den Gründerinnen und Gründern verkaufen darf und vorher aber nicht festgelegt wurde, zu welchem Preis. Jetzt ist natürlich klar, den exakten Preis festzulegen ist schwierig, aber zumindest die Parameter, die kann man im Vorfeld ja schon mal klar machen. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Dann auch ein großes Problem ist, was machen wir denn, wenn der Investor seine Anteile nicht abgeben will, oder was machen wir, wenn die Gründerinnen und Gründer wollen, dass der Investor früher rausgeht. Also das sind alles so Fragen, zu denen sollte man tatsächlich eine Regelung finden. Und dann würde ich noch auf etwas achten, nämlich man will sich vielleicht nicht unbedingt vor einem ordentlichen Gericht streiten. Das heißt also, man sollte sich vielleicht überlegen, eine Schiedsklausel einzubauen. Denn sonst eben, dann geht das vor ein öffentliches Gericht. Ja, da kann sich dann im Grunde auch jeder hinsetzen, jeder Journalist, und kann mal darüber berichten. Vielleicht will man das nicht. Vor einem Schiedsgericht wäre das dann wirklich nur in kleinem Kreis. Und dann kriegt man dort eine schöne Entscheidung, die dann vielleicht nicht gleich in allen Medien zu sehen ist, was man ja immer mal wieder erlebt, wenn irgendein doch interessantes Startup plötzlich in den Medien negativ auffällt. Aber unterm Strich kann man sagen, also das vertraglich zu regeln macht auf jeden Fall sehr, sehr großen Sinn. Und macht es auch Sinn, genauer zu regeln, nicht nur was finanziell fließt, sondern auch was dann inhaltlich an Know-how und an Netzwerk fließt? Tatsächlich macht es sogar sehr viel Sinn, weil die Gründerinnen und Gründer oftmals ja davon eine Vorstellung haben. Die muss jetzt aber nicht unbedingt stimmen. Ja, wenn die vielleicht von irgendeinem Investor gehört haben und sich dann sagen, boah, das ist super, der eröffnet uns, was weiß ich, Chance ins Ausland oder so etwas. Das ist aber nur in deren Vorstellung der Fall. Tatsächlich kann er es vielleicht gar nicht. Oder die Länder, von denen die Gründerinnen und Gründer denken, dass er Kontakte herstellen könnte, kann er gar nicht. Er hat vielleicht Kontakte in andere Länder. Und deswegen macht das schon Sinn, insbesondere in diesem Memorandum of Understanding, diesem Letter of Intent, den man am Anfang schließt, genau solche Fragen schon mal zu behandeln. Und dann zum Beispiel auch mal einfach ganz, ganz unbedarft, unjuristisch reinzuschreiben, dass zum Beispiel Kontakte hergestellt werden sollen. Wohin? In welche Länder? Zu welchen Firmen, ja, dass man dort mal zumindest so eine ungefähre Vorstellung hat, denn wenn hier plötzlich schon festgestellt wird, das funktioniert so überhaupt nicht, dann bekommt man jetzt schon die ersten Warnsignale, die man dann vielleicht später im Rahmen des Vertrages dann genauer berücksichtigen kann. Carsten Lexer, Buchautor und Wirtschaftsanwalt, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Also viel zu beachten, wer einen Investor sucht oder selber vielleicht in Unternehmen investieren will, sollte sich erstmal genau die Zeit nehmen und dann genau schauen, was man da auch in den Vertrag schreibt. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie wieder mit dabei waren bei Inside Recht. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.